Ich schmier mir grad Milou ins Gesicht. Ist auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall cremig. Da haben die Leute jetzt nicht gelogen. Ich bin mal wieder auf eine ganz dumme Idee gekommen. Nämlich will ich mir dieses sogenannte Produkt Bilou in den Mund sprühen und... Ja. Ob es Nebenwirkungen haben wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht gesund. Neben mir habe ich noch ein... Fuck! Scheiße! Dreckiger Hurensohn! Okay, neben mir habe ich noch ein Eimer von www.tkschwarzwald.de und da steht noch irgendwie so eine schwule Telefonnummer drauf. Aber falls ich reiern muss, habe ich halt zur Sicherheit noch den Eimer. Lieber Bilou Gott, schütze mich! Cremige Mandarine vom Bilou! Ich mach's wieder von vorne, Alter. Schmeckt so eklig. Das ist so eklig. Meine ganze Zunge. Ich schmier mir grad Bilou ins Gesicht. Ist auf jeden Fall. Also, es ist auf jeden Fall cremig. Da haben die Leute jetzt nicht gelogen. Füllen wir eben Bilou rein. Ich sehe aus wie eine Mistgeburt. Ich wollte einen Bart haben. Also Leute, ist auf jeden Fall ein geiles Produkt. Kaufen lohnt sich. 3,95. Überhaupt nicht überteuert, Leute. Ich bin echt gespannt, was man noch alles damit machen kann, weil ich habe es mir jetzt ins Gesicht geschmiert. Ich durfte das vernaschen, dieses tolle Bilou. Und vermutlich kann man auch mehr damit anfangen. Vielleicht kann man sogar ein Auto damit reparieren. Oder vielleicht Menschen vor Krankheiten heilen. Viele Leute werden sich vermutlich fragen, was das überhaupt soll. Warum bin ich hier überhaupt auf YouTube? Warum präsentiere ich diese Bilou-Flasche? Also es sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Product Placement werden. Ihr wisst jetzt von mir, dass Bilou ein tolles Produkt ist. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss. Also Leute, das, was ich jetzt gemacht habe, macht es bitte nicht nach. Ich habe jetzt so die krassesten Bauchschmerzen. Ich habe überall Ausschlag an der Haut. Und ich habe gehört, vom Liken wächst der Schwanz.